Moin. Jo, ja, der Videotitel hat es ja schon gesagt. Heute geht es um eine Information, um ein Infovideo. Geht also nicht darum, dass ich euch mein Heidi mal wieder zeigen möchte, wobei ich das stets gerne mache. Noch lieber jedoch benutze ich diesen kleinen und wunderschönen Schneiteufel von Heidi Blacksmith. Aber darum soll es wirklich gar nicht gehen. Es kommt wieder eine Spendenaktion. Ich wollte ja eigentlich zu Ostern schon eine auf den Weg gebracht haben. Ja, dann kam Corona. Die Welt wurde irgendwie anders, als wir sie kannten. Das in gar nicht lustigen Sinne, sondern wirklich in einem Sinne, der, ich vermute mal, die allermeisten von uns zumindest überrascht hat, ne? Also, ja, das ist schon außergewöhnlich. Und auch jetzt hat sich vieles in keinster Weise einer wirklichen Normalität wieder zugewandt. Es ist immer alles noch anders. Und dennoch habe ich jetzt gedacht, ja, also die Osteraktion habe ich dann ja verschoben. Und das, was jetzt kommt, das sollte eigentlich eine Osterspendenaktion werden. Und das wandelt sich jetzt zu einer Sommerspendenaktion 2020. Im August angeplant habe ich jetzt die Woche vom 17. bis zum 23. Der 17. ist der Montag, der 23. der Sonntag. Da möchte ich jeden Abend um 20 Uhr, ich muss mal gucken, ich schätze mal so, jeden Abend ein oder zwei Sachen versteigern für den guten Zweck. Und einige der Dinge seht ihr schon. Viele der Leute, die diese Sachen zur Verfügung gestellt haben, werden ihre Messer erkennen. Herzlicher Dank nochmal an all die Leute raus. Fantastische, fantastische Spenden. Immer wieder der Hammer. Und es ist mir eine Freude, als verlängerter Arm, die Sachen unters Messervolk zu bringen und den Erlös natürlich zu 100% dann weiterzuleiten. Die kompletten Einnahmen bis auf den letzten Cent, die werden dann 50-50 gesplittet. Und ja, die eine Hälfte wandert dann nach Hamburg an die Knives and Coffee Messertreffen, Messerveranstaltung im Sinne des Charity-Gedankens. Und ja, leider wegen Corona wird da dieses Jahr wohl nichts draus. Das wäre dann schon die dritte Veranstaltung. Ich hoffe, nächstes Jahr sieht das wieder besser aus. Ich persönlich, da ich im Norden lebe, habe mich wahnsinnig gefreut, dass es eine Veranstaltung gibt, wo man jetzt so ein Messertreffen zelebrieren kann. Aber halt, das ist halt aus dem Nichts gestampft worden von der Altona Silberwerkstatt. Und der Maxi, die haben ständig Aktionen am Start. Viele, zum Beispiel, wenn Heidi Blacksmiths Messer verkauft werden, gewisser Teil wandert dann an Tierheime. Und ja, in diesem Sinne wird da jede Menge gemacht. 2019 im Winter wurde der Hamburger Gabenzaun bedacht. Davor, glaube ich, Kinderkrebsklinik in Hamburg. Und ja, ich habe vollstes Vertrauen an das Team der Altona Silberwerkstatt, dass die einen sinnigen und einen guten Zweck für das Geld finden werden. Da wird das Geld also zur einen Hälfte hinfließen und die weitere Hälfte, die zweite, wandert ebenso an eine Person, nämlich an die Claudia Rudi, Inhaberin vom Messerkontor. Und Claudia ist ja seit vielen Jahren wirklich mit all ihrem Herz, mit all ihrer Energie dabei, gerade sich für Tiere einzusetzen. Hat da einen Verein, der nennt sich Herzensprojekte. Und unter anderem wurde da zum Beispiel Janas Gnadenhof schon mehrfach bedacht. Aber vielfältige Projekte und das geht alles immer schnell, unbürokratisch und bei beiden, sowohl bei der Knives and Coffee wie auch bei dem Verein Herzensprojekte, ja, da lege ich meine Hand für ins Feuer, dass die Leute dafür zusehen, dass das Geld an die richtigen Stellen kommt. Und deshalb möchte ich diese beiden Vereine, Organisationen unterstützen. Ich hoffe, das ist in eurem Sinne, dass ihr das auch gut findet.
Und dann hoffe ich ja im August, dass wir uns dann zu den abendlichen Spendenaktionen, wie gesagt, ich vermute mal so ein bis zwei Aktionen, die starten dann immer so um bei 20 Uhr, werden dann 24 Stunden laufen, am nächsten Tag um 20 Uhr automatisch enden. Da kann man dann bei einem von mir vorgefertigten, angepinnten Versteigerungskommentar seine Gebote dalassen, mitbieten. Ja, der Höchstbietende am nächsten Tag erhält dann automatisch den Zuschlag, wird von mir dann auch angeschrieben. Dann findet ein Austausch per E-Mail statt, mit den Zahlungsmodalitäten. Das kann man dann per PayPal oder per Banküberweisung machen. Und zu eurem Gebot werden dann immer noch 5 € dazukommen für den DHL-Paketversand. Aber das sind dann so die Sachen, die stehen dann eh, die packe ich euch sowohl hier mit in die Videobeschreibung, wie auch bei jedem Einzelvideo wird das alles nochmal extra aufgeführt, sodass man das nachlesen kann. Ja, und dann hoffe ich, die ganzen Stachel, die unter den Hammer kommen, wie das Engine von Bestech hier. Ziemlich genialer kleiner Stachel. Ich glaube S35 VN Stahl war das. Und Titan Framelock, wunderschöne Kohlefaser Griffschale. Ein tolles Lagiol Le Fidèle haben wir. Schweizer Taschenmesser, Spyderco Spinne, was Nordisches. Und auch noch ein paar andere Sachen, die jetzt gerade nicht mit auf dem Tisch liegen. Das kommt alles unter den Hammer im August, ja, zur Sommerspendenaktion 2020. Und ich hoffe, da seid ihr dann wieder zahlreich mit dabei, unterstützt die Sache. Wenn ihr denn die Knete habt, wenn nicht, dann lasst ihr das natürlich, ganz klar. Da soll nur jeder mitbieten, der sich das auch leisten kann. Wer aber dann dabei ist, vielen Dank dafür und vielen Dank überhaupt an die Szene raus mit ihren Spenden, die sowas überhaupt erst ermöglichen und all die Leute, die dann noch involviert sind, weil sie mitbieten. Große Klasse. Vielen Dank dafür. Alles klar, das war's von mir. In diesem Sinne, all nice are great. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.